Boah, ey. Was ein feister Haaland. So ein Prügel mit einem richtig guten Gewicht und das am Moskitosee. Geil. Also, ab an den Moskitosee, feiste Aalande fangen. Da wollen wir ran und hier, komm mal ran hier, nochmal neu. Und hier kriegen wir sie. Zack, rausgeworfen, ganz auf entspannt hier. Und dann testen, ob es denn so lübt. Ich stehe erst seit ein paar Minuten hier. Habe jetzt hier gerade schon 3 Brocken rausgezogen. Sie werden immer größer. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da noch reingeht. Vielleicht geht sogar die Aalands Trophy rein hier am Moskitosee. Einige suchen die Trophäe ja für den Moskitosee, um hier das Fangbuch abzuschließen, den Ehrenfischer zu machen. Am Moskito dafür, ja, also ich sag mal, die beiden hier, der Barsch und der Aaland, sind häufig die ein bisschen schwieriger zu fangen sind hier. Und ja, an der Stelle lübt Aaland einfach ganz gut. Zack, komm mal ran hier. Da haben wir den nächsten Kandidaten. Es ist hier ein Spot oder beziehungsweise es ist hier ein Set, wo man vielleicht jetzt eher nicht im Low-Level sich hier hinstellt, sondern dann doch eher schon so im Mid-Level-Bereich, weil wir hier mit der Pop-Up-Montage, mit dem Pop-Up-Rig unterwegs sind und mit Boilies. Man kann das natürlich auch probieren hier auf Aaland mit Erbsenbrei zum Beispiel. Auch das wäre durchaus eine Möglichkeit. Ja, aber es ist schon ein bisschen tricky. Und nicht so ideal. Also es können hier Brocken reingehen. Vielleicht auch hier einfach mal, wenn man Lust hat, im Low-Level-Bereich auf den Fisch oder allgemein einfach hier den Spot zu testen. Regenwurm einfach mal testen oder auch Mistwurm. Und natürlich dann sowas wie Erbsenbrei später. Das kann man natürlich auch gerne testen. Rauswerfen hier. Ich bin hier auf 15 Meter. 15 Meter deshalb auch so interessant, weil auch hier haben wir auf 15 Meter wieder mal eine Muschelbank. Und wie wir schon in verschiedensten anderen Videos gesehen und gehört haben, da an diesen Muschelbänken ist halt immer viel Action. Ja, und deswegen hier 15 Meter. Ich werfe auch hinten immer die Birke an, also genau so in diese Richtung, 15 Meter. Die ist nicht so groß, die Muschelbank, also darauf achten, dass man nicht mit einem zu schweren Blei volles Met auswirft. Die Schnur fliegt, geht in den Clip und springt wieder ein bisschen zurück. Dann landet man schon wieder nicht so sehr an der Muschelbank. Deswegen halt ziemlich genau auf die 15 Meter werfen und dann lübt das eigentlich schon ganz gut. Perfekt, nächster, 1,5 Kilo, gar nicht schlecht. Wenn das so gezielt ist, ich liebe es ja, wenn Aaland irgendwo funktioniert. Ein Fisch, der leider viel zu selten noch aktiv gut läuft. Das war vor Jahren mal deutlich besser. Dann hat er ja irgendwie einen Bug gehabt und dann wurde er irgendwie repariert oder anders genervt, wie auch immer. Auf jeden Fall seit ein paar Jahren, nachdem die Achtuba rauskam, kurz danach auf einmal war er irgendwie kaputt, der Fisch. Und jetzt läuft er äußerst selten leider richtig gut und gezielt. Es gibt den eigentlich an so vielen Gewässern. Eigentlich einen Fisch, der genau gut wäre für ganz viele im Low-Level-Bereich. Wie gesagt, eben auch hier am Moskito. Ja, also die Stelle haben wir. Also ich zeige es nochmal eben auf der Map. Das ist die Position direkt hier. Gucken wir mal direkt hier auf die Birke. Dann sind wir genau hier an der Kante und hier auf 15 Meter, irgendwo in dem Bereich hier, muss dann die Muschelbank sein. Die wollen wir dann, wie gesagt, anwerfen. Und vom Setup her bin ich natürlich jetzt relativ groß unterwegs, natürlich hier mit meinen Karpfenruten, weil ich die immer eingestellt habe auf die Karpfenmontagen. Jetzt hier zum Beispiel auf das Pop-Up-Rig. Ich bin natürlich hier kleiner rangegangen. Das heißt, ich habe das Leadcore reduziert auf nur 9 Kilo. Untergrundsart, wie gesagt, sonst ringsherum. Also einmal Muschelbank, ansonsten eher lehmig ringsherum.
Deswegen habe ich jetzt hier einfach das, das braune Leadcore genommen. Braunes Blei, da könnte man glaube ich auch einen Steinblei nehmen von der Farbe her, wegen der Muschelbank. Ansonsten hier ein relativ kleines, dünnes, so ein geflochtenes, so ein Vorfachsmaterial als Vorfach. Einserhaken und dann hier Muschel 16 als Pop-up Boilie, Maiskorn, Pop-up Mais als, als Muschelaromatik und dann auch Muschel drin. Und der Danny DeVito, der mir das ja gepostet hat, die Stelle nochmal, der hatte das mal getestet, stand im VK drin, hatte mir dann auch noch gnädigerweise, geilerweise, das PVA schon fix und fertig gemischt. Sehr, sehr geil. Haferflocken, und es funktioniert, das ist halt das A und O. Haferflocken hat er mit reingemacht, Erbse ist mit drin. Und Muschelsoße, der Rest ist komplett eben auf Muschel, Muschel-Feed-Pellets dreimal mit drin, Muschelsoße. Die ersten Komponenten sollten doch klassische Arlands-Komponenten sein. Gucken wir mal eben, gab es nicht eine Futtermische Arland? Hier ist sie doch. Genau, die Haferflocken, Erbse mit drin, Keks. Also wenn man hier mit normalen Ködern rumhantiert, wie gesagt mit Erbsenbrei zum Beispiel, dann auch tatsächlich hier diese normale Futtermische mit reinwerfen, die Futterbällchen auf 15 Meter ungefähr, dass man sich das einmal klippt sozusagen, man macht den Schnurclip, testet, wie weit fliegt jetzt die Rute aus auf 15 Meter und dementsprechend wirft man dann eben auch die Futtermische genau auf diese 15 Meter immer aus, damit das dann hier lübt. So, ja, bisher die Nacht durch gar nicht schlecht. Bin ich schon ganz zufrieden mit. Die Größen sind richtig gut. Es kann natürlich durchaus sein, dass man mit normalem Köder vielleicht nicht ganz so die Brocken rauszieht. Nichtsdestotrotz gehen auch auf normale Köder gerne mal die Trophies rein. Aber wie gesagt, hauptsächlich ne, die All-Time-Rekorde sind dann gerne mal hier so auf Kaviar oder eben auf Muschelaromen. Gucken wir mal gerade in die wöchentlichen, wobei da wird er wahrscheinlich nicht hier. Ne, Bernsteinsee und Achtuba natürlich. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, immer wieder eine gute Stelle, ein guter Fisch. Lohnt sich, auch kohlemäßig. Also das ist gar nicht so verkehrt. Ich würde sagen, wir gucken gleich einfach nochmal kurz in den Kescher rein, was die denn so kohlemäßig bringen hier, die Brocken. Und dann, ja, ziehe ich weiter hier raus. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Vorfächer, Größen, Boilies, ab zum Verkaufen. Natürlich auch am Moskitosee als erstes immer kurz ins Café reinschauen. Heute leider nicht da drin. Au, aber Kaulbarsch-Aufträge kann man hier gut absolvieren. Guck mal hier, ey, 90 Silber wieder. Das ist natürlich richtig gut hier für Anfänger. Sehr, sehr nice. Gleich mal gucken, ob da was geht in den Spot. Und im Fischmarkt haben wir dann, wenn wir nach Preisen sortieren, die Brocken 13 Tacken, 13 Silber für einen so großen Fisch. Richtig gut. Aber auch hier im Normalgewicht so um 1 Kilo, 5 und 6 Silber, das bringt halt kaum ein anderer Fisch. Also lohnt sich richtig, einfach mal auf den geilen Arland zu gehen. Richtig cool. Zack, verkauft. Ich gehe gleich wieder direkt zum Spot. Petri Lümmels, wenn's geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.